Oh, Tagebuch. Lesen, nehmen. Krahls Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Oh, wo will, wo wohnen Sie, dass ich hingehe? Oh, mit ihm reden wieder. Ich habe euch die Reise rauf erspart. Ich renne jetzt gerade eh nur rauf und runter wie ein Verrückter. Oh, der schlechteste Teil dieses Spiels ist, dass ich mich zuerst in die Berserkerstadt schicken und dort nur Laufmissionen geben. Mein Mann hatte keine Ausrüstung und irgendwas befreit oder so. Hallo? Am Baden? Ich habe Krahls Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten, ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nichts. Du scheinst kein Vollkommen. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug. Also wirst du mir wohl ein. Wenn Angrim das wüsste. Naja, sagen wir es mal so. Ich muss dir wohl kaum. Nein. Dann ist ja gut. Ich bin selber, aber einige der Warlords. Oh, ich wollte das gar nicht drücken. Wie weit ist es weg? Ich weiß, dass ich dort wahrscheinlich hier eingehe. Oh! Nee. Nee. Oh, was haben wir hier? Ist das näher? Ja, überall eingehen. Nein, das machen wir nicht. Okay. Abmission. Nein. Rachefeldzug. Nein. Das machen wir. Da wollen wir hin. Oh, das ist auch weit weg. Aber es hilft nichts. Welchen Weg nehmen wir hier? Es hilft nichts. Wir müssen mal weiter. Ab in die Wüste. Ich bin sowieso zu schwach für alles. Ich weiß nicht, wie der Typ überhaupt mit so schwacher Intelligenz überleben hat können. Und Stärke. Das ist ein großer Hornfrock. Ja. Oh, nein, nicht fighten. Abhauen, abhauen, abhauen. Wache! Mach deine Arbeit. Wache. Komm schon, Wache. There you go. Ich hab's Kluge getötet. Entscheidung. Ich hab's getötet. Meine Loot. Oh. Jetzt schon zu schwach für jeden Fight in diesem Spiel. Raptor? Nein. Nehme ich den Waldweg. Linke Seite. Also doch zum Raptor. Zu schwach für jeden Fight. Das Motto des Spiels. Es gibt dann irgendwann einen Levelpunkt, wo man von zu schwach für jeden Fight overpowered für jeden Fight geht. Und wie ich gemerkt habe, sind Bögen nicht die Antwort. Das nicht.
Weiß nicht, warum die so eigen waren zum Spielen. Gefiel mir gar nicht. Ich habe ihn verkauft wieder. War definitiv nicht die Investition wert. Jumpman. Whee. Das heißt, wir werden Kämpfe vermeiden. Ich meine, ich habe eine Kapuze und eine Lederhose. Ich habe nicht mal eine Panzerplatte. Wir nehmen die Abkürzung. Sollte vielleicht mal schnell speichern, bevor ich wieder dann um die halbe Welt reisen muss. Das Wichtigste in solchen Spielen. Oh je. Mist, er zu schwach für jeden Fight. Rennt um die Gegner rum. Und ab in die Wüste. Hey, ab in Dorf. Nein. Nein. Böser Raptor. Oh. Hey, ab in den Tod. Dem Ende zu nah. Was geht ab? Dem Ende zu nah. Oh. Das selbst bei normaler Schwierigkeit. Hushat ist zu viel und so schnell weg. Dann nehmen wir halt den Highground Weg. Sollte am besten mal schauen, dass ich Jetpacks Upgrades bekomme. Da unten war der Raptor, direkt unter mir. Schauen, dass ich allen Gegnern ausweiche. Weil ich sowieso null Chance habe. Ah. Nein, ich habe nicht die besten Waffen mit. Doch vor mir ist was. Ich habe es gerade um die Ecke gesehen. Hat nach einem Baby Raptor ausgeschaut. Ist es ein Baby Raptor? Komm schon. Oh. Der ist zu stark für mich. Ich habe keinen Schaden gemacht. Was bist du? Ach, geiles Viech. Was zum Teufel ist das? Oh, schaut das Dach. Der kleine Kreischer rennt einfach raus. Mach ich auch. Oh, Mist. Oh wow! Warum schickt ihr mich in diese Welt? Wieder ein großer Raptor. Was erwartet ihr von mir? Wow! Da war ich noch nie. Oh, keine Gegner, bitte Loot, keine Gegner, bitte Loot, keine Gegner, bitte Loot. Loot auch nicht. Wenn ich Glück habe, liegt irgendwas hier, was Wert hat. Verbandstasche. Elchlampe. Naja. Ich sollte mich nicht beschweren. Wohin? Hier hin. Größten Umweg nehmen wir. Den größten Umweg durch die Wüste. Oh, das gereicht. Das, wo ich hingelaufen bin, genau. Ah, da sind wir richtig auf jeden Fall. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Wo habe ich ein Schwert her? So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier.
Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Nein. Komm zur Sache. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Flashback. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Piu, piu. Piu, piu, piu. Diese Pistole. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt auch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xakor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut
ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Oh, ich dachte, er wird mich begleiten. Wie soll ich jetzt die kleine Stadt da looten ohne Unterstützung? Brachte. Keine Chance hatte sie. Gegen den mächtigen Chucks, die Bestie. Fuck. Oh. Nett. Männerklo. Nein, das ist das Männerklo. Eindeutig Pissoir. Alte Münze. Kann man an der Maschine spielen? Krieg ich dafür überhaupt XP? Keine Ausdauer. Der Rattenschlechter. Checks die Bestie. Die Kampfmusik ist auch schon an. Metallschrott. Schaut aus wie ein Baseballschläger. Okay, da wird doch irgendwo. Ich bin nicht gut genug. Darf dir das zu sagen? Es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Ah. Ach, Klebeband. Klebeband. Da wird doch mal irgendwo was Brauchbares liegen. Oh, guter Löffel. Da kann ich mich nicht mehr beschweren. Oh, ich glaube, ich habe gar nichts in Dietrich gesteckt. Hier war kein Durchgang mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Ja, das gute Messer und den guten Teller als Waffe benutzen. Wir werden nie eine Chance haben, die Gegner. Ja, und wir nehmen wirklich alles mit. Nicht so, als hätte ich irgendwas. Wir werden mit einer Kapuze und der Axt vom Anfang herum. Slotmaschine, kann ich spielen? Nein. Ich probiere das Hotel noch. Ich glaube, das war machbar. Nee. Talschrott. Kann ich da durch? Kann ich da durchschlagen? Nee. Pillen. In einem Hotel. Ich hätte gern so eine Fähigkeit, wo ich Loot besser sehen kann. Das ist doch Metallschrott. Nein, den kann ich nicht nehmen. Wirklich? Wow. Irgendwas mal. Irgendwas. Wo ist die Loot? Nep. Nöp. Der hat wieder null Schaden genommen. Die Spanierde. Wir sind nutzlos. Nutzlos. Oh. Oh. Wir machen eine Pause.